So, werte Wahnsinnige, ich mache mich mal wieder auf den Weg zum Acker und ich nehme euch mit und wir werden mal gucken, wie die Pflanzen so gediehen sind. Und bei dem wunderschönen Wetter werde ich noch ein bisschen Fahrrad fahren und oh geil, da freue ich mich schon total drauf. Sind mal eben so schlappe 12 Kilometer hin, aber oh, das macht nichts, das ist schon in Ordnung und ja, viel Spaß beim Video. Na, ihr Verrückten, das ist hier wieder ultra windig. Ich bin gerade das erste Mal wieder auf meinem Acker seit längerem. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier gewachsen ist. Also, ich glaube, hier sind überall Möhrchen. Entweder sind das Möhrchen oder das ist Unkraut. Aber ich werde euch das mal zeigen. Ich hoffe, ihr versteht mich und das ist nicht allzu windig. Ich halte mir die Kamera jetzt einfach mal direkt vor die Nase, damit der Wind da nicht so reinpfeift. Aber ich zeige euch das eben. Das müssten... Wenn mich nicht alles täuscht, müssten das alles Möhrchen sein und kein Unkraut. Wenn das hier Unkraut ist, dann kotze ich. Und eigentlich passt das halbwegs. Ich weiß es nicht, ich möchte da jetzt auch nicht dran rumreißen. Mein Papa ist heute mal nicht mit. Der hat nämlich auch recht viel Ahnung davon, aber das können doch keine Möhrchen sein. Oder? Ne. Das können keine Möhrchen sein. Das wird höchstwahrscheinlich Unkraut sein. Dann heißt das, hier ist überall Unkraut zwischen. Und ich werde das heute mal zupfen müssen. So, wenn wir da gucken, also ich hoffe, das geht so mit dem Wind. Wenn wir da gucken, das sind meine Zwiebeln. Die sind richtig, richtig gut am Wachsen. Da haben wir die eine wilde Kartoffel. Hier unten müssten auch alles Zwiebeln sein. Das sind die ganzen kleinen Körnchen, die ich mit euch zusammen eingepflanzt habe. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie geil ist denn das bitte? Wie geil. Da haben wir überall... Die ganzen kleinen Zwiebeln, die ganzen Halme, die ihr da seht. Wir haben da überall Unkraut zwischen. Das werde ich heute wegmachen. Aber das macht nichts. So, hier haben wir die ultra starken Kartoffeln. Ich meine, guckt euch das mal an, was das für Oschis werden. Wenn ihr da mal so rüber guckt, dann muss ich auch überall zwischen Unkraut zupfen, beziehungsweise unterhaken. Das wird eine gute Kartoffelernte, das sage ich euch. Ja, mit den Möhrchen bin ich ein bisschen unschlüssig. Wie gesagt, heute werde ich mich dran machen, das Ganze zu zupfen und aufzubereiten. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Aufgefallen sind. Ich werde euch das jetzt mal aus der Nahaufnahme noch mal zeigen. Wir haben das ja nur in Zeitraffer-Modus gesehen. Und zwar guckt mal hier vorne. Da sind überall klitzekleine Möhrchenstrumpen zwischen. Ich zeige euch das. Da zum Beispiel und da. Oh, das ist ein Gras. Ein Grasbüschel? Ne, das ist. Das müssten Möhrchen sein. Und das hier. Oh, das ist doch Gras. Ich weiß es nicht. Ich habe doch noch nie blühende Möhrchen gesehen. Scheiße. Jetzt muss ich erstmal abwarten. Ich hoffe mal, die kommen noch. Da waren nämlich schon wieder Nacktschnecken, Schleimspuren. Da gehen wir hier so dermaßen auf den Sack. Da haben wir eine wilde Kartoffel noch mal zwischen. Da, mit drin.
Super, ich habe hier jetzt nochmal durchgehakt. Um das zu sehen, das Gröbste unten drunter wird hier jetzt nochmal eben so ein bisschen das Kleinzeug raussammeln und das dann hinterher in den Graben schmeißen. Darf nun keiner wissen. Was hast du jetzt mal wieder mit dem Acker? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, die kosten nichts. Und mir helfen die bei meinem Vorhaben weiterzukommen. Falls ihr irgendwie Vorschläge habt, was man hier anpflanzen könnte, legales bitte, ne, ernst nehmen. Haut mir das mal unten in die Kommentare, weil ich habe da hinten noch ein bisschen Ackerfläche frei. Vielleicht informiert ihr euch mal, was jetzt noch blüht. Und dann werde ich das da anpflanzen. Ne? Wir können mitwirken. So, ich werde mir, glaube ich, ich habe noch Platz für so 2-3 Vorhaben, was man da anpflanzen könnte. Und ja, ich werde mir die 3 innovativsten Sachen heraussuchen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt das tolle Wetter. Wir sehen uns wieder im Stream. Viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal, euer Tobi Wann.